Ja, mein Bruder, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Die neun Steine des Unbarmherzigen. Auf jedem einzelnen werden wir ein Opfer von dir hinterlassen. Also würde ich reden, wenn ich du wäre, wenn du tatsächlich zu deiner tiefen Tochter willst. Weil sonst werde ich dich in den... werde ich dich zu Chor bringen. Sie hat uns schon erwählt. Sie hat uns erwählt. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Okay, dann werde ich ihn jetzt anfangen, weh zu tun, weil ihn einzuschüchtern funktioniert offensichtlich nicht. So, kannst du ihm den ersten Finger brechen oder rausreißen? Ich würde gerne über Heilkunde Seele versuchen, Während. ihn dazu zu bringen, davon zu erzählen, wie ihn die tiefe Tochter erwählt hat, was er meint, was passieren wird, warum er so überzeugt ist davon, dass er gewonnen hat. Und vielleicht rutschen dabei so ein paar Informationen raus, die wir verwenden können. Also ich habe Spezialisierung überzeugen, Verhör, Einzelgespräch, da habe ich 15 Punkte. Also ich kann ihn für einen 15 Punkte verhören. Dann kann Boltax noch mal die Seelenkunde hinterher würfeln. Ja, das ist gar nicht so gut, aber Rafim, du merkst auch, es tut ihm natürlich weh, aber er hat auch gar keinen, er hat nicht so das Bedürfnis, jetzt irgendwie Geheimnisse geheim zu halten. Wir haben schon gewonnen. Die blaue Keuche wird Perikum holen. Wir haben gewonnen. Und nicht nur hier, in all den anderen Städten auch. Die Agenten von hier sitzen überall. Und Ende des Jahres ist das Meer der Vergeltung über uns gekommen. Dann werden wir weiterleben. Wir, das verfehlte Volk. Ja, und wer sind sonst Ihre Agenten in der Stadt? Mehr haben wir nicht. Mein Bruder habt ihr schon geholt. Mit den reinigenden Flammen. Was wisst ihr über die Familie Marix? Ja, Händler, Händler. Ich würde ihm währenddessen gerne in den Kopf gucken. Hervorragende Idee. Vielleicht werden da irgendwelche Assoziationen locker. Aber ich glaube Genau. nicht dran. Ja, mehr neun. Ja, ich würde gerne erzwingen, sagen wir einfach mal für 3 zusätzliche ASP, also eine Erleichterung von 2 gegen die MR9. Ja, trotz der 20 ist das gut geschafft. Ja, die Mariks sagen ihm was. Er ist wohl selber Perikuma mal gewesen. Aber er kennt die nicht. Also er weiß halt, dass die Mariks Händler sind, aber er kennt weder Ola Mariks noch Hyvilla noch Varmarik, sagt ihm was. Den hat er im aventurischen Boten mal gelesen, aber er ist ein ehemaliger Seefahrer. Er meint wohl tatsächlich, was er da sagt. Bedauerlich, aber damit haben wir bereits gerechnet. Ich Du auch. siehst immer und immer wieder in seinem Kopf eine gewaltige Sturmflutwelle, die sämtliche Häfen an jeder Küstenregion davon schwemmt. Und zumindest in seinem Kopf flutet sie auch die Wüste Gor, die Wüste Khom. Gareth wird überflutet, das Orkland, also diese Flutwelle ist gigantisch. Er hat immer wieder Bilder von der großen Flut im Kopf. Scheinbar. Das Jahr der Fluten, ihr habt verloren. Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Ihr seid euch darüber im Klaren, dass die Aktionen des Darion Pollinger, eures Herrn und Meisters, direkt dem Willen der Charakterorte zuwiderlaufen. Was? Ja. Er ist ja auserwählter Prophet. Sie hat ihn verstoßen, weil er eine Wesenheit freisetzen möchte, die selbst eure Herren nicht gar so sehr mehr haben möchte. Richtig, ja. Probe. Das haben Die wir Haare. Auch hier rausgefunden, kann ich leider wieder Lügen nicht verwenden. Ich hasse Moment! es. Ich würde Die Wahrheit. ihm gerne mein Pamphlet Boltags Höllenfahrt in die Hand drücken und ihm erklären, dass wir ja schon in der Niederhölle gewesen sind. Und ich werde ja, mir das halt ein jetzt bisschen Ahnung. gelesen, oder was? Ich werde mir das Was? da jetzt halt Ja! mal die 20 schippen, ey. Einfach mal ganz lieb, Junge, wir waren schon da, wo du Ja, hinkommst. Das ganz ist nicht genau. geil. So, Kind, hör mir jetzt mal zu. Also, Oh, da ich wo du zeige hin ihm das. Sorry. möchtest, da wo Was? du hin möchtest, da waren wir schon gewesen. Wir sind schon durch die Niederhöllen gegangen. Zweimal. Wir haben eine Frau aus diesen Niederhöllen gerettet. Wir Wir bringen die haben, Niederhöllen auf Erden. Auf Aventurien wird die Niederhölle entstehen. Charybdorots fangen. Ich zeige ihm das Illumnusia-Siegel. Ihr mögt vielleicht eine Niederhölle auf deren erschaffen, aber nicht die, die ihr sucht. Ihr seid Er auch vertraut mir Erwählte? hier. Ihr seid Erwählte von ihr?
So ähnlich, wenn ihr möchtet. Ihr habt einen Pakt mit Illuminusias geschlossen. Ja, er hat eher einen Pakt mit uns geschlossen. Er war sehr verzweifelt. Nein, haben wir nicht. Und jetzt... Seht ihr, ihr versteht also, euer Herr wurde verstoßen und damit auch ihr, wenn ihr nicht von eurem Weg abkehrt. Aber wir tun hier ihr Werk. Warum soll sie ihn verstoßen haben? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Nun, lasst das ihre Sorge sein. Schließlich stellt ihr ihre Visionen sonst auch nicht in Frage, oder? Nein, aber ich weiß genau, dass er Paktierer ist, wie wir auch. Und er befehligt all die Archen da draußen, die Plagenbringer und die ganzen Magier. Und er hat sich mit dem aus Vajat hat er sich zusammengetan. Ihr habt die Leichtigkeit gesehen, mit der ich euren Diener unter meinen Zwang gestellt habe. Dies deutet offensichtlich darauf hin, dass ich in ihrem Wohlwollen höher stehe als ihr, Ja. Hört also meine Worte. Ihr seid verstoßen, wenn ihr auf eurem Weg fortfahrt. Ebenso wie alle, die Balingan folgen. Nein, verstoßt mich nicht. Sie sollen mich umarmen. Ich tue alles, damit sie mich umarmt. Dann haben wir einen ganz einfachen Auftrag für euch. Ja. Nehmt, was ihr hier gelernt und gesehen habt, und zieht in die Welt hinaus. Trefft die Euren und verbreitet diese Wahrheit unter ihnen. Wendet euch von Balingan ab, und sie wird euch empfangen, wenn euer letzter Tag gekommen ist. Wir lassen keine Paktierer frei. Klappe. Ich lasse keinen Paktierer frei. Ich habe einen viel besseren Einfall für ihn. Der Junge, wir können ihm der Stadtgarde geben. Das ist Diamantas Monterey. Nein, der Mann hat sein Schicksal. Mit diesen Worten würde ich den mir über die Schulter werfen. Rufim hat einen Plan, den führt er gerade offensichtlich aus. Ich möchte mit meinem inneren Kompass zum 9. Stein zurücklaufen. Und du rammst ihn jetzt mit dem Bauch auf den Stein. Was für eine Verschwendung einer perfekten Gelegenheit. Ja, Mann, das läuft auf jemand daher. Ich will nicht wieder durch das Hafenbecken tauchen müssen. Der Mitleidlose verlangt ein Opfer. Hermantilio zuckt mit den Schultern, schüttelt den Kopf und watscht einfach hinterher. Oh, daneben nicht. Während Rafim in Richtung der Steine marschiert, könnt ihr die Wasser, die unter euch immer noch glucksen und ein bisschen brodeln, geben immer eine Vibration voneinander ab. Ich würde, wie ich angekündigt habe, im Übrigen noch etwas von dem extrem reinen Wasser, was wir mitgenommen haben, jetzt hier reingeben. Nicht das komplette Horn, aber zumindest ein Teil, um die sympathischen Wirkungen auf das, Unwasser zu beobachten, um zu gucken, was da passiert und hoffentlich das Ganze zu reinigen. Ja, also du kannst einen Teil auskippen, aber selbstverständlich wird die Hälfte von deinem Horn nicht ausreichen, um die gesamte Kanalisation oder die Brunnen zu reinigen. Aber du kannst natürlich auf alle Fälle sehen, wie die Elemente im Kampf miteinander sind und das schwarze Wasser versucht, die Charybdiden, den Unbill dort zu vernichten. Und das gelingt eben auch zu einem großen Teil, bis es dann eben so sehr verdünnt ist, bis auch das schwarze Wasser nicht mehr gegen ankämpfen kann. Aber die Stelle bleibt frei. Das ist gut. Okay. Währenddessen Diamantis und Rafim. Ja, also du siehst gerade, wie Rafim den Mann auf den Pfeiler gestoßen hat. Naja, wir müssen ja auch noch reden. Ach, müssen wir das. Naja. Ich verstehe immer noch nicht, wie du diese schöne Gelegenheit... Ich meine, der sieht mir jetzt nicht wirklich ähnlich, aber mit einer Maske... Naja, du weißt doch... Der Mitleidlose erwartet Opfer. Aber was war denn nun damals mit Marex und diesem Bastard? Sie meinte, du hättest sie erpresst. Ich hätte sie erpresst? Naja, sie hätte wohl gesehen, wie du diesen Nebelklang erschossen hast und daraufhin hast du sie mit ihrem eigenen Tagebuch oder wie das, wo sie das auch immer da notiert hatte, erpresst und sie zum Verschwinden gebracht. Rafim, warst du schon so lange fernab der Heimat? Kaum bist du bei einem Granden zum Essen geladen, schon lässt du dir mit den ganzen Intrigen deinen klaren Kopf verspinnen.
Ja, meinst das habe ich auch gedacht, aber der Mann war sehr überzeugend und... Das sind sie immer, Raffi. Das sind die traurigerweise immer. Sonst wo ist Nebelklang denn damals hin? Ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Und das macht mich doch irgendwie stutzig. Ich habe Nebelklang und Marix vorher auch gar nicht in Verbindung gebracht. Ziemlich komisch, dass sie ihn erwähnt. Ich denke, wir hätten damals nicht so schnell auskundig um ablegen sollen und dem Ganzen noch nachgehen. Aber wie immer haben wir größere Probleme. Und das ist auch jetzt der Fall. Also sprich frei heraus, Rafim, wenn du Zweifel an mir hast. Dann sag es mir. Naja, Zweifel ist das falsche Wort, aber seien wir ehrlich, Nebelklang war dir kein Freund. Und ich bin ehrlich, einen von den mittelreichischen Bastarden umzubringen, ist auch keine Sünde. Ich verstehe nur nicht, warum du es mir nicht erzählt hast. Nenn mir einen Freund, den Nebelklang auf diesem Schiff hatte. Ja, deswegen. Der hatte sicher keine Freunde außer seiner Mutter. Nee, also warum sagst du mir sowas nicht? Was sollte ich dir denn sagen, Rafim? Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Naja, so wie sie es beschrieben hat, da habe ich dich schon den ein oder anderen Mann exekutieren sehen. Dieser langsame Schritt, dieser letzte Schuss in seinen Kopf. Ist er schnell gestorben. Und die machen meine Menschenkenntnis. Ich meine, du wirst gewinnen, aber ich mach's trotzdem. Möchtest du das Mirakeln? Ich hab keine. Ist das nicht erleichtert, weil er sowieso schon suspicious ist? Ich hab. Also, du wirst mich anlügen können, dass nicht das. Er hat halt Max erschwendet von 4 gewürfelt. Ja, du wirst das gewinnen, aber darum geht's ja nicht. Würfel 20 geht immer, Würfel. Ja, kommen noch 2 Punkte drauf wegen Lügen. Naja. Dann wollen wir dir mal glauben, aber dann müssen wir trotzdem rausfinden, ob Marix den Bastard umgebracht hat. Trotz allem. Ja, das müssen wir wohl. Nee, Diamantis, du musst ihn loswerden. Er weiß Bescheid. Tu es hier und jetzt. Schieß ihm einfach in den Rücken. Du merkst auch tatsächlich, wie Rafim in diesem Moment seinen Pylos wieder auf dem Rücken verstaut. Aber was willst du schießen? Du hast doch nicht. Ich habe keine. Ja, aber gut, und auf einmal ist sie in deiner Hand. Mhm. Ja, die Goldene. Die Goldene. Die Goldene hat sich sowieso immer einen Dreck drum geschert, ob sie nass wurde oder nicht. Also ist sie noch im Innenhalfter. Benutzt das Brandbronze! Im Innenhalfter. Ja, ich würde mich gerade abknien vor dem 9. Stein von Kor und das Opfer bewundern. Sieht ja nicht wunderbar aus. Dieses Paktiererschwein. Er ist vollkommen irre. Er dient Belalha. Er dient Belalha, du musst ihn umbringen. Ich kann gar nicht erwarten, bis ich den nächsten von ihnen erwische. 8 weitere Scheine und 8 weitere Paktierer werden hier ihr Ende finden. Nimm die Balestrina! Nimm sie! Diamant schließt die Augen. Schritt. Schüttelt mit dem Kopf. Nein. Ich weiß, er ist dein Freund, aber ich kann ja auch ein Freund sein. Ich will dir ein Freund sein. Denk dran. Ihre Hand liegt auf den Lauf der Balestrina. Rafim sieht das nicht, ist von ihm weggewandt. Nur dem Paktierer schenkt er gerade seine volle Aufmerksamkeit. Aber Diamantis zögert. Zögert nicht, weil ihm Erinnerungen von Rafim in den Kopf gehen. Er zögert, weil er vor einem Mann steht, den er in absoluter Weise respektiert. Ist er bereit, diesen Schritt zu gehen? Nicht jetzt, nicht hier. Die Umstände geben es nicht her. Er muss es nicht tun. Und so lässt er die Hand
von der Waffe gleiten und atmet einmal tief Luft, wendet sich von seinem alten Freund ab und schaut hinunter in die Kluft. Ich bin schwer enttäuscht von dir, Diamantes. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Du merkst, alles in diesem Leben hat seine Zeit. Dein Hals zieht sich unangenehm zu. Es tut weh. Sieht es sich so weit zu, dass ich keine Luft mehr kriege? Du bekommst 1W6 Schadenspunkte. Oh, was hier ich habe nur noch 19. Möchte angemerkt haben, der Junge hat extra Aktionen. Du merkst auch, wie im Inneren deiner Kehle dieser Schwanz oder dieser Stachel so ein bisschen hin und her zuckt. Als würde er dich wie mit einer Zunge locken. Ich mag dich, Diamantes. Du solltest mich nicht ärgerlich machen. Wir setzen Hoffnung in dich. Ich sagte doch, nicht jetzt. Nicht hier. Für was? Wann sonst? Was? Auf dem Schiff, wo es mehr Zeugen gibt? Willst du mich verarschen? Ich bin noch nicht so weit. 1W6 Schadenspunkte. Ich sage, wann du so weit bist. Nimm meine Hand. Oh. Du bemerkst, das ist mir auch gar nicht so einfach, ne? Gar nicht so bekannt von Dämonen. Du merkst, wie Rafim sich währenddessen scheinbar nochmal den Dolch in den Arm rammt und über dem Paktiere sein eigenes Blut verteilt. Mitleidloser, nimm mein Blut über seinem Opfer. Lächel auf mich hinab, auf dass ich dir 8 weitere bringen werde. Niemand 8 weitere. Dich. Die anderen sind irgendwo in den Gassen. In den Straßen. Du hast jetzt die Chance. Tu es. Ein weiterer W6. Oh. Da geht das, ging es dir noch gut aus. Diamantes hadert mit sich selbst. Die Zigarre, die mittlerweile unter Druck. Er hat Zigarre in seinem Mund zwischen seinen Zähnen durchgebissen. Die rollt zu Boden, der Hand geht wieder an den Holster der Waffe. Einige Schritte taumelnd. Deine Sicht ist auch so ein bisschen unklar. Du kannst nicht ganz fokussieren. Deine Hand zittert, du merkst wieder die Einstichstelle, die 2 Bolzen, die nicht zugewachsen sind, trotz des Heiltrankes. Diamantes blickt sich nochmal. Ein weiteres Husten, blaue Flüssigkeit, die aus seiner Lunge herauskommt. Deine Lippen sind wohl auch blau gefärbt. Was auch immer das ist, welche Krankheit auch immer dich da erfasst hat, als du im Hafenbecken geschwommen bist, aber du brauchst den Jungen. Ohne den Jungen bist du vielleicht verloren. Und er kann so lieb und nett zu dir sein, aber du solltest ihn nicht verärgern. Du solltest ihn nicht verärgern! Brauchen keine Giganten, keine Helden, diesen Kampf zu bestreiten. Brauchen Schiffe. Parfüm. Diamantes, ja. Diamantes hat eine goldene Balestrine an seinem Gürtel und du weißt nicht genau, woher er die gezaubert hat, aber die war eben noch nicht da. Ja, du hast also doch eine mitgenommen. Aber schau ihn dir an. Diesen Verräter an den Göttern, wie wir ihn bestraft haben, wie er sein Ende gefunden hat. Er bringt das nicht auch dein Herz zum Leuchten? Es ist jedes Mal, wenn einer von ihnen stirbt, als würde der Patriarch mir erneut die Hand auf die Schulter legen. Dieses Gefühl. Ja. Rafim. Ja. Du sollst wissen. Ich habe das kleinere Übel gewählt. Und dann eift Diamantes nach seiner Balestrina und richtet in einer schnellen Bewegung, wie es oft schon getan hat, nur diesmal auf den Giganten Rafim, auf sein Herz und drückt ab. Du Hurensohn!
Ja, dann. Ich habe 15 LEP, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr würfeln. Dann kommen wir zu den Regeln der Balestrina. Würfel deinen Schaden. Oh. 1 plus 4 ist ein Crit. Ja, das können wir gerne ausprobieren. Das sollten wir auch auf jeden Fall auswürfeln. Treffen wird die auf die 20. Crit. Und mit der 3 tut sie das auch kritisch. In den giganten alten Freund Rafim. Oh, muss noch schnell den Schaden finden. Brandbronze zündet durch. Ich möchte anmerken, dass Serpentino hinter der nächsten Ecke steht. Ja gut, ich glaube wir alle. Ich gehe da jetzt aber nicht rein. Das sind 20 Schaden ins Herz. Was hast du für eine Rüstung, Fien? Ich habe in der Brust eine Rüstung von 6, also machst du noch 14. 14 Schaden. Was denn von 15? Wundschwelle? Ich müsste eine Wundschwelle haben von 11. Damit ist eine Wunde angerichtet. Durch den Herzschuss kriegst du damit automatisch 3 Wunden, was dir noch 3 W6 zusätzliche Schaden gibt. Ich habe 4 gewürfelt, die 3 nehmen wir weg, also sind das 10. Und also, du bekommst jetzt für 1 W20 Kampfrunden 1 SP pro Kampfrunde, bis dich jemand rettet. Ich glaube, das kriege ich hin. Nehmen wir 20, darfst du gerne auswürfeln. Ja, warte. Du spürst noch, wie dir Diamantis, wie der Patriarch, liebevoll eine Hand auf die Schulter legt. Aber die andere Hand liegt an der goldenen Balestrina. Dir aus meinen Augen strahlt Hass. Blanker Hass. Es war schon immer so vorbestimmt, Alter. Ich konnte es nur nicht sehen, aber jetzt kann ich es. Du warst nicht mehr als ein Wegbegleiter, aber hier ist es vorbei. Und du Hurensohn! Du willst noch zu deiner Waffe greifen, du hörst sie hinter dir singen, wie das Titanium flehentlich versucht, dich zu rächen. Aber du hast keine Kraft mehr. Du willst ihn erwürgen, aber du kriegst deine Hände nicht nach oben. Du merkst nur, wie du plötzlich in die Knie gehst und nach hinten zurücksinkst. Da neben dir der Paritierer, den du auf diesen Stein von Kor gespießt hast. Hier soll es enden, bei den Säulen von Kor in den Ruinen von Nebachod. Und dann hörst du die Wellen rauschen. Du siehst, wie du auf einem gewaltigen Schiff liegend unter dem titanischen Bein des Giganten Fortananfall hindurchfährst. Die Seemöwen, die kreischen. Du wendest deinen Blick auf die rechte Seite und siehst dort den schwarzen Rabenfelsen mit dem Tempel des Patriarchen. Was ein Anblick. Ja, genau hier soll es geschehen. Wenn ich mein Ende finden soll, dann ist es hier und nur nirgendwo sonst. Wir müssen gehen. Das hast du gut gemacht. Ich gehe da jetzt nicht raus, bis er weg ist. Ich kann das selber beobachten. Ich habe Verbindung zum Beschwörer. Ich bin bereit, Junge. Nehmen wir Serpentilio seine Macht über den Dämon um seinen Hals. Um meinen Hals. Yes. Und verschwinden wir hier. Serpentilio, während du siehst, wie Rafim ein letztes Mal zuckt, seine Hände, seine gigantischen Pranken, die versuchen noch irgendwie zu seinem Gürtel zu greifen. Diamantis dreht sich um und während er sich umdreht und wohl herablächelt auf irgendeine Gestalt, die nur er sehen kann, da bemerkst du, wie wohl die Kontrolle über den Gurgulum einfach verloren geht. Als würde der Gurgulum sich auflösen, aber es ist einfach nur eine gewaltige Macht. So muss es sich gefühlt haben, als du dem Paktierer die Macht über den Uchuchu weggenommen hast. Ganz so einfach nimmt dir eine andere Wesenheit die Kontrolle über den Gurgulum weg. Ich lasse ihn tatsächlich gehen, ohne mich da irgendwie gegenzustemmen, denn ich bin mehr um Rafim besorgt. Ja, und einige Momente ist gehört. Ja, aber ich bin ihn ja nachgelaufen, ich habe Verbindung zum Beschwörer, ich weiß ja, was hier passiert ist. Mhm. Also ich konnte das ja durch den Gurgulum beobachten. Und wenn Serpentino sich sicher ist, dass Diamantis fort ist, tritt er um die Ecke und läuft auf den Stock gestützt auf Rafim zu.
betrachtet eine Sekunde lang, ich nehme an, toten Paktiere. Der Paktiere ist tot. Ja, das wäre eine Verschwendung. Nun, keinen Sinn, gutes Leben hinter schlechtem Herz zu werfen. Dann kniet er sich nieder und fängt an, den Mann von der Schwelle des Todes zurückzuholen. Keine Sorge, wenn du es nicht schaffst, bin ich da. Wir ziehen Riversalis aus dem Stab.